Digga, Leute, dafür muss ich jetzt eine Story erzählen. Und zwar war ich im Stream. Ich dachte, alles wäre normal. Und auf einmal schreibt mir jemand, ich wohne in der gleichen Stadt. Und ich sag so, ja, kann jeder sagen, ne? Dann sag doch mal den Namen der Stadt. Dann schreibt er mir wirklich den Namen der Stadt halt rein, ne? Und ich so, ja, gut, kann immer noch ein Zufall sein. Sende mir mal irgendwas, was du über die Stadt kennst. Und das war alles richtig, ne? Der hat mir so viel erzählt halt, was man eigentlich nicht kann, wenn man die Stadt jetzt nicht kennt, weil es gibt bei uns im Internet nichts über die Stadt zu stehen. Also man muss da schon wohnen. Dann habe ich Leute, im Stream habe ich ihm meine Hausnummer gesendet und mein Haus. Und was macht der auf, wenn, jo, ich komme jetzt rüber. You're as desperate as that sounds, yeah, yeah. Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu Community Time. Mit dabei ist Reeps. Hi. Der liebe 29Ben10 schreibt, werde versuchen, auch Gameplays zu ihr zu schicken oder braucht man ein bestimmtes Texture Pack? Also, ihr braucht nicht ein bestimmtes Texture Pack, ihr müsst einfach nur gewonnen haben oder eine coole Runde zu haben. Gewonnen wäre schon echt drin. Okay, die nächste Frage liest dann der Riebs vor. Genau, von Lino SGE. Mach mal eine Frage am Rande. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber ist im Moment Herr Bergmann, muss ich sagen. Bergmann. Ja. Ja, also ich mag seinen Stil, die Videos zu machen und der Aufwand, der manchmal dahinter steht, ist echt krass. Und Leute, wir machen jetzt nur noch die Top-Kommentare, das heißt nicht mehr die Kommentare, die total kacke sind oder tausendmal schon beantwortet haben. Oder irgendwie können wir wieder skypen oder sowas halt, ne, ihr wisst Bescheid. Also, der liebe Skip Nation schreibt, hast du bei Castle Rush bei Unge oder guckst du Castle Rush bei Revi lieber? Ich guck Castle Rush auf jeden Fall bei Unge lieber, muss ich sagen, weil der halt auch ein bisschen besser in Jump'n'Run ist und ich persönlich raste richtig hart aus, wenn jemand die ganze Zeit am gleichen Jump verkackt und ich mir das die ganze Zeit angucken muss. Ich raste wirklich dabei aus. Okay, die nächste Frage liest der Riebs vor. Von Let's Match Mango, blend mal ein Babyfoto von dir ein. Hey, ich sehe die Frage gar nicht. Okay, der nächste Kommentar kommt von Moritz BLP. Du bist der beste YouTuber, den ich kenne. Du machst die allervollsten Videos. Okay. LG Moritz, freut mich auf jeden Fall, dass du das so siehst. Ich bin, glaube ich, nicht der beste YouTuber, aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass du so gerne meine Videos guckst. Der nächste Kommentar kommt von der Wäscher HD. Ich war jetzt 11 zu 13 Community Times Camp. Das heißt, du sollst morgens die 10 Buchstaben, du stellst fest, dass ich lüge. Haha. Was? Warte, ich war jetzt in 13. Ich verstehe den schon, aber der ist so komplett scheiße einfach. Alles klar, Digga. Der nächste Kommentar kommt von SnoxMC. Kann ich das nächste Mal im Video sein? Wäre irgendwie verdammt geil. Ich nehme Community Time eigentlich immer alleine auf, nur diesmal hatte ich einfach keinen Bock und deswegen ist jetzt im Reaps dabei. Alles klar, Amena. Amena! Die nächste Frage kommt von Flip. Hey, wollen wir uns mal treffen? Wohne in derselben Stadt? Ja, schreib mir eine PN. Digga, Leute, dafür muss ich jetzt eine Story erzählen. Und zwar war ich im Stream. Ich dachte, alles wäre normal. Und auf einmal schreibt mir jemand, ich wohne in der gleichen Stadt. Und ich sag so, ja, kann jeder sagen, ne? Dann sag doch mal den Namen der Stadt. Dann schreibt er mir wirklich den Namen der Stadt halt rein, ne? Und ich so, ja, gut, kann immer noch ein Zufall sein. Sende mir mal irgendwas, was du über die Stadt kennst. Und das war alles richtig, ne? Der hat mir so viel erzählt halt, was man eigentlich nicht kann, wenn man die Stadt jetzt nicht kennt, weil es gibt bei uns im Internet nichts über die Stadt zu stehen. Also man muss da schon wohnen. Dann habe ich Leute, im Stream habe ich ihm meine Hausnummer gesendet und mein Haus. Und was macht der auf, wenn, jo, ich komme jetzt rüber. Im Stream, Leute. Und was dann passiert ist, werdet ihr jetzt nicht gespoilert, denn guckt dann einfach mal das nächste Mal in unserem Stream vorbei. So, der liebe Retrax PvP schreibt, ich bin toll. Alles klar, Digga, okay. Von Lebros, wie alt bist du eigentlich? Und warum ist ein Popschuss größer als dein Kopf? So Leute, die nächste Frage kommt von Momoblog. Hey Moritz, wenn du mein Intro im Video zeigst, dann freue ich mich. Okay. Nee, warte mal, ich gehe jetzt mal kurz auf seinen Kanal und will sein Intro gucken. Ach du Scheiße! Was ist? Hallo. Okay, Momoblog, du bist auf jeden Fall noch ziemlich jung. Ich will ja nicht sagen. Das. Digga. Ich habe aber kein Intro gesehen, sonst würde ich es gerne einblenden. Nix gesehen? Ma! Eine gute Frage von Kakobo BHD. Machst du eigene T-Shirts, wenn du 1000 Abos hast? Könnte man machen. Ja. Könnte man aber echt machen. Ja, machen wir. Machen wir, Leute. Gute Idee. Und jetzt erzähle ich die Story vom Stream. Und zwar hat er halt gesagt, er kommt halt rüber. Und dann meinte er dann so, nee, ich kann nicht kommen, weil meine Ma meinte, dass ich den verarscht hatte, dass ich da nicht wohne. Und dann war es halt so, er hat mir außerdem gerade geschrieben. Yes. Alles klar, Leute. Auf jeden Fall
Ist halt so, er hat mir halt dann geschrieben. Allerdings, ihr wisst Bescheid, alles klar, Leute. Nein, er hat mir dann halt, die Mutter hat dann halt das mir nicht geglaubt und er will dann halt heute im Stream vorbeigucken, kommen vielleicht. Also, Leute, guckt heute vorbei, vielleicht kommt heute die Action-Schmerzchen, also, alles klar. CB Croc, was würdest du von einer, was würdest du in der Zombie-Apokalypse machen? Ich würde auf jeden Fall, mein Gaming-Stuhl nehmen, mein PC da hinstellen und dann einfach zocken. Okay. Verstehe ich nicht. Leute, das war's von dieser neuen Folge. Community Time. Was kommt das? Ist so scheiße. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Manche Kommentare, ne? Die sind einfach so behindert, Junge. Aber Leute, auf jeden Fall danke, dass, also, es ist ja wirklich so, ne, ich mag eure Kommentare, aber man kann halt wirklich nicht die ganze Zeit dazu professionell irgendwas sagen. Also. Donner! Ja, ist auf jeden Fall beim Streamen vorbei. Hoffentlich hat euch die Folge unterhalten. Also, mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Get the lock.